So. Hallo zusammen. Ich stelle euch heute einmal eine sehr schöne Gitarre vor von einem Gitarrenbauer aus dem Bayerischen. Alles reine Handarbeit. Body ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man gewöhnt sich dran. Mittlerweile finde ich ihn eigentlich recht schön. Die Form ist sehr einzigartig. Der Bauer ist der Peter Wölfinger aus dem Altmühltal. Und aufgrund vieler Anfragen, die ich gekriegt habe, zeige ich euch einfach mal jetzt, wie die spielt. Die Kiste. So. Normal ist das eine aktive Gitarre. Ich habe aber die Batterie jetzt mal rausgenommen, weil ich finde, ohne Batterie klingt die viel besser. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich spiele sie nachher auch mal ohne. Mit. Weiß ich nicht, ich habe das Ding komplett auseinandergenommen, gereinigt. Tja, schwer zu sagen, was der Mann verwendet hat. Aber zum Beispiel hier die Mechaniken, die sind alle von Goto, kostet ein Stück glaube ich $70 eins, also sehr gute Mechaniken. Sehr sauber verarbeitet, witzig diese Inlays, diese kleinen Gitarren hier. Hier in Perlmutt PW, Peter Wölfinger. Und auch so die ganzen Messing-Sachen zum Teil selber gemacht. Einfach eine nette Gitarre. Ich finde vom Klang her ist sie sehr, sehr gut. Also die Hölzer, es ist alles dreischichtig. Hier ist in der Mitte ist höchstwahrscheinlich ein Mahagoni, Fichte oder Ahorn, weiß ich nicht. Der Hals ist eher Nussbaum, Eiche, nicht Eiche, Fichte. Weiß nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, klingt sehr gut. Auch vom Hals her ist es sehr top. Aktiv, hat brutal viel Druck so,
Also selbst die hohen Saiten haben Bass. Wahrscheinlich hier Single Coil, Humbucker Single Coil, irgendwie. Also, wenn ich schon regelvoll aufdrehe mit dem Vorverstärker, dann ist schon ein bisschen zu zerrig, deswegen gehe ich immer wieder ein bisschen runter.